Ja, ich wollte euch einfach mal was über meinen E-Book-Launch erzählen, weil ich denke, E-Books sind eine super Möglichkeit, gerade für digitale Nomaden Geld zu verdienen, ortsunabhängig. Sie sind leicht zu erstellen. Ich hatte vorher nicht viel Ahnung von E-Books oder sonst irgendwas in die Richtung. Und man erstellt sie einmal, kann darüber passives Einkommen generieren, was ja auch viele wollen. Und genau, ja, das war mein erstes E-Book, Sud, eine Abenteuerreise nach Süden. Wie es dazu gekommen ist, ja, mein Ansatz war eigentlich weniger, wie ich Geld verdienen kann, sondern ich frage mich immer, was mich glücklich macht und versuche das dann runterzubrechen in kleine Schritte, kleine Aufgaben, die ich leicht umsetzen kann. Ah, perfekt. Alles klar. Ja, mein großes Ziel, wie wahrscheinlich für jeden von euch, ist glücklich sein. Ist natürlich erstmal ziemlich abstrakt. Und ich denke, dass man zum Glücklichsein vor allem erstmal herausfinden muss, wer man überhaupt ist. Denn viele hier glauben, Reisen würde glücklich machen. Ich glaube, dass man beim Reisen auch wahnsinnig unglücklich sein kann, wenn man mit dem falschen Mindset daran geht, mit der falschen Einstellung. Und ich denke, dass man sich am besten kennenlernt, wenn man einfach lebt, wenn man rumtrampt, wenn man wandert, wenn man wirklich mit wenig Geld lebt, dann merkt man nämlich auch, dass es gar nicht so schlimm ist. Wenn man einmal die Angst verloren hat, ohne Geld zu leben, dann kann man im Grunde alles machen. Dann steht einem alles offen, man kann reisen, wie man will, man kann leben, wie man will und Arbeit ist auch kein Muss mehr. Letztes Jahr im Sommer, ich muss dabei sagen, 19 Jahre, das heißt, ich bin auch zur Schule gegangen, mache jetzt gerade mein Abi noch fertig, bin dann in gut einem Monat durch mit Zeugnis in der Hand, Prüfungen sind jetzt schon mehr oder weniger gelaufen. Letztes Jahr in den Sommerferien, ich wollte Survival machen in Norwegen. 3 Wochen ist es nicht zugekommen, weil ich Anfang des Jahres einen Schüleraustausch mit Süditalien hatte. Und Süditalien hat mich total inspiriert. Die Leute, völlig anderes Mindset, obwohl es gar nicht so weit weg ist. Man merkt den Einfluss der Sonne auf jeden Fall, sind sehr locker, gehen sehr locker mit vielen Dingen um. Und davon wollte ich auf jeden Fall mehr haben. Also musste ich meine Freunde in Süditalien besuchen. Bari, um genau zu sein, so hieß die schöne Stadt. Und habe überlegt, ja, wie kann ich das jetzt mit meinen eigentlichen Plänen kombinieren? Abenteuer, Natur, ich liebe Natur. Und genau, deshalb bin ich einfach mal losgetrampt. Ich habe mich an die Straße gestellt, hatte nicht wirklich einen Plan, Pappe, Bari draufgeschrieben. Und unterwegs bin ich auch noch an Alpen vorbeigekommen, muss man ja zwangsläufig rüber nach Italien. Dachte, wandere ich mal rüber zu Fuß, gemacht die Alpen, damit ich dann auch noch Natur abgedeckt hatte. Und ja, unterwegs auch noch den Blog gestartet, Jannis Live. Ich hatte es da noch nicht so mit Nische, sehr offen formuliert alles. Ob ich das so nochmal machen würde, vielleicht. Hält natürlich viele Möglichkeiten offen, aber es ist auch schwer, erstmal zu erklären, was mache ich eigentlich. Aber es war auch am Anfang gar nicht so gedacht. Wie viele hier, ich habe angefangen, weil mich etliche Leute für verrückt erklärt haben. All meine Freunde meinten vorher, okay, du trampst jetzt, ist klar, ja, mach du mal. Und viele meinten dann auch, lass mal was von dir hören, zeig mal ein paar Bilder, schreib mal was drüber. Ursprünglich wollte ich Videos machen, weil es schneller geht. War natürlich eine total beschissene Idee. Unterwegs in den Alpen, Internet, schwierige Geschichte. Also habe ich angefangen zu schreiben, damit meine Freunde, meine Familie nicht denken, ich wäre da irgendwo verschollen oder sonst was. Habe dabei entdeckt, dass es mir wahnsinnig viel Spaß macht zu schreiben. Am Ende sind, lass mich nicht lügen, 26 Blogartikel dabei rausgekommen bei der Tour. Und natürlich beziehe ich mich in jedem Blogartikel auf das, was vorher passiert ist. Man wird von Tag zu Tag klüger, lernt mehr, lernt tolle Leute kennen. Über all das habe ich geschrieben. Aber ich kann natürlich nicht erwarten, dass jemand von Anfang bis Ende diese Blogartikel durchliest. Und für die Geschichte wäre es eigentlich wichtig. Und habe ich überlegt, okay, was kann ich da machen? E-Book. Super Medium dafür, wird von Anfang bis Ende durchgelesen, viel besser als Blogpost dafür geeignet. Ich hatte nie vor, Autor zu werden. Ich erinnere mich noch in der 5. Klasse, meinte die Lehrerin irgendwas mit, ja, werd doch Autor, wenn du gern schreibst und sonst nichts kannst, so in etwa. Ja, also habe ich angefangen, ein E-Book zu schreiben. Das ging relativ schnell, 3, 4 Tage. Ich hatte meine Blogartikel ja schon fertig, habe das nur noch alles in ein E-Book gepackt, schöne Übergänge geschrieben zwischen den Kapiteln. Und das war es eigentlich soweit. Jetzt hatte ich nur das Problem, dass ich nie der große E-Book-Leser war, auch immer noch nicht bin. Ich habe früher viel gelesen, Papierdruck, sehr schön. Und wenn ich unterwegs bin, reise ich meistens gar nicht, lese ich meistens gar nicht, weil ich den Kopf einfach freikriegen will, mich auf das konzentrieren will, was ich in dem Moment erlebe.
Und entsprechend hatte ich keine Ahnung von Tuten und Blasen und musste mich komplett von Null einlesen. Aber das Schöne ist wirklich, es ist einfach, es ist gar kein Problem. Am Anfang stand ich vor einem riesen Berg, Google war mein Freund, hat mir geholfen. Und ja, das sind in etwa die Schritte, wie ich dabei vorgegangen bin. Als erstes, super wichtig, wie ich finde, ein Ziel definieren. Das gilt nicht nur für E-Books, das gilt für jedes Projekt, wie ich finde, haben wir heute auch oft genug gehört. Ganz klassisch ist natürlich Geld verdienen, war mir hier noch nicht so wichtig, gerade weil ich auch noch so frisch in meinem Kopf hatte von Natur, dass Geld eigentlich nicht so das Entscheidende ist. Und was mir am meisten Spaß gemacht hat beim Bloggen, war einfach das Feedback, dass Leute geschrieben haben, ich finde es total geil, was du machst, oder du hast mir die Angst vorm Trampen genommen, ich habe es ausprobiert, war eine geile Erfahrung, irgendwie sowas in die Richtung. Also habe ich versucht, eine möglichst große Reichweite zu erreichen. Und deshalb war mein Ziel eben die Reichweite und um gute Reichweite zu erreichen, macht es natürlich Sinn, dafür keine überteuerten Preise zu nehmen. Ich habe es einfach mal ganz kostenlos rausgehauen, 3 Tage lang, kostenlos zum Download und ohne jegliche Bedingungen, sonst irgendwas. Und das hat ganz gut geklappt, komme ich später noch zu. Launchtermin und Titel festlegen finde ich auch sehr wichtig, direkt am Anfang, weil, wie wir auch schon gehört haben, es gibt viele, die planen auf ein abstraktes Irgendwas hin, aber der perfekte Moment kommt eben nie. Und wenn du ein Datum im Kopf hast, dann hast du auch den inneren Drang, es umzusetzen. Du willst das Datum nicht verschieben. Besonders, wenn du schon anderen von deinem Vorhaben erzählt hast, dass du den Druck im Nacken hast, okay, die Leute erwarten jetzt zu dem Zeitpunkt ein E-Book und das pusht dich einfach, das motiviert dich zusätzlich. Korrekturlauf, natürlich extrem wichtig. Ich bin auch nicht der Mega-Rechtschreib-Experte. Ich habe es natürlich nicht so schwer gehabt wie Sebastian, der das Deutschschreiben im Grunde von Null an lernen musste, nochmal als er hergekommen ist. Aber ich bin auf keinen Fall Profilektor. Ich meine, ich bin 19 Jahre alt, habe noch nicht viel geschrieben. Deshalb am besten noch direkt einen zweiten Korrekturlauf. Denn wenn du irgendwas korrigiert hast, dann hast du oft so lange dran rumgebastelt, irgendwelche Dreher drin, die du nicht blickst. Das hilft auf jeden Fall. Muss auch kein teures Lektorat sein. Fragt mal rum, Freunde, Familie, irgendwer kann immer helfen. Das Networking ist extrem wichtig. Meldet euch am besten auch alle noch in der DNX-Community an. Da wird wirklich super viel geholfen, toller Spirit. Macht auf jeden Fall Spaß, so zu arbeiten. Als Einzelkämpfer kommt man nicht weit. Ja, dann geht es auch schon an die Details, wie zum Beispiel ein Cover zu erstellen und Testexemplare zu verschicken. Cover ist natürlich wichtig, schon früh zu erstellen für den Wiedererkennungseffekt und Testexemplare verschicken. Ganz klar, es gibt viele Buchblogs, es gibt viele Outdoor-Blogs, es gibt viele generell Reiseblogs und viele freuen sich natürlich, wenn sie den Lesern ein paar Up-to-Date-Infos geben können, so wie ein Buchlaunch schon im Voraus ankündigen können, schon sagen können, wie sie das Buch fanden. Schickt einfach mal rum, irgendwer hat da immer Interesse, was drüber zu schreiben, weiter zu empfehlen. Es wird viel geholfen, gerade auch in der DNX-Community, es sind viele Leute, die mir geholfen haben und ohne die wäre es nie so ein Erfolg geworden. Weiter. Genau, dann den Launch offiziell ankündigen. Ihr solltet zu dem Zeitpunkt natürlich schon mit vielen Leuten darüber gesprochen haben, aber es hilft auf jeden Fall, wenn ihr schon einen Blog habt, einen Newsletter, sonst irgendwas, da nochmal einen Launch anzukündigen, kurz vorher. Denn wenn ihr einen Monat darauf hinarbeitet, auf so einen Launch oder noch länger, ein halbes Jahr bei größeren Projekten, dann gerät das schnell in Vergessenheit und nochmal kurz, 1-2 Tage vorher, vielleicht eine Woche vorher, eure Lehrer nochmal darauf aufmerksam machen, dass sich wirklich das Datum markieren und dann da sind. Gerade bei mir war es wichtig, weil ich eben diese 3 kostenlosen Tage hatte. Mir war erstmal nicht möglich, weil ich bei Amazon hochgeladen habe, weil es die einfachste Möglichkeit ist. Und ja, war alles ein bisschen kompliziert. Ich habe mir das schön gedacht, noch mit Promo-Codes über Newsletter verschicken. Alles in der Umsetzung wahnsinnig schwierig, aber es gibt eben die einfachen Mittel über Amazon, wo man mit 0 Vorwissen schnell was hochladen kann. Okay, alles klar. Ich muss das da halten. Ein Impressumschreiben habe ich am Anfang voll vergessen, habe ich irgendwie 2 Tage vorher gemacht. Ich bin über so eine Internetseite darauf aufmerksam geworden, habe ich vorher nochmal recherchiert, was es so im Self-Publishing-Bereich an Infomaterial gibt. Bin ich auf die Self-Publisher-Bibel gestoßen, sehr tolle Infoquelle. Und da stand eben drin, man braucht ein Impressum. Habe ich nie vorher dran gedacht. Klar, Blog, Impressum, war mir total geläufig, aber weil ich selbst eine E-Books gelesen habe, voll vergessen.
am besten nochmal alles checken, ob ihr rechtlich auf der sicheren Seite seid. Lest nochmal ein Self-Publishing-Buch vorher durch, wenn alles gedacht haben. Und dann ladet die Datei hoch. Nicht am Launch-Tag, wie ich es versucht habe. Bei mir ist letztendlich der komplette Launch, ich würde nicht sagen in die Hose gegangen, aber es hat sich alles um einen Tag verzögert, weil ich nicht dran gedacht habe, die Datei vorher hochzuladen. Und wenn man bei Amazon hochgeladen hat, dann läuft das alles durch so eine Testrunde durch. Und das dauert nochmal einen Tag, bis du dann das Ganze auch auf kostenlose Promo umstellen kannst. Nach dem Launch ist das Ganze natürlich nicht vorbei. Ihr müsst promoten. Versucht nochmal alles rauszuholen. Die es sich runtergeladen haben, dass die es nochmal weiterempfehlen. Nochmal auf ihrer Seite posten. Spannt Freunde und Familie ein, dass die euch weiterempfehlen, dass die ihre Freunde darauf aufmerksam machen. Denn ich finde, diese ersten Tage sind super wichtig. Denn natürlich wird euer Buch auch später noch weiterempfohlen werden. Aber gerade wenn es präsent ist, die ersten Tage, da haben die Leute es im Kopf. Gerade wenn jetzt aus mehreren Quellen Leute hören, ladet euch das Buch runter, dann ist das natürlich die beste Werbung, die ihr haben könnt. Das Ergebnis war ganz gut, war ich mir zufrieden. Ich hatte vorher gar keine Ahnung, wieso die Größenordnungen im Download-Bereich sind. Ich hatte jetzt in den ersten 3 Tagen 1000 Downloads. Und ich wollte einfach mal einschätzen können, welche Größenordnung es ist. Habe mal geguckt, auf der wievielt 100. Seite ich bei den Amazon-Bestsellern war und war dann tatsächlich auf Platz 11. Hat mich sehr gefreut. Wow, geil. Ja, und habe dadurch bestimmt auch noch jede Menge neue Leser gewonnen. Ich meine, in diesen ganzen Digital Nomad-Kreisen und so war ich ja vorher aktiv. Einige kannten mich vielleicht auch schon vorher. Aber gerade über Amazon dann nochmal eine große Seite zu haben, wo Leser aufs E-Book aufmerksam werden, natürlich total genial, gerade wenn man Reichweite erzielen will. Das Ganze hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich jetzt in ein paar Wochen direkt das nächste E-Book veröffentlichen werde. Trampen, Wandern, Couchsurfing, Abenteuer eines Schülers wird es heißen. Denn ich war zwischen den Abi-Klausuren jetzt unterwegs, zwischen letztem Schultag und den Abi-Klausuren, dann zwischen schriftlichen Abi-Klausuren und jetzt DNX. Bin vor 3 Tagen von Kanaren wiedergekommen, ist extra für die DNX. Und darüber habe ich auch wieder ein E-Book geschrieben, ist nicht ganz so dick wie das vorherige. Geld machen will ich damit auch noch nicht. Aber was ich leider beim letzten Mal total vergessen habe, war mir eine Newsletter-Liste aufzubauen. Ich habe nicht dran gedacht, reinzuschreiben, die Leute sollen sich für ein Newsletter anmelden. Super schade, weil ich darüber natürlich auch Leute für zukünftige Projekte erreichen könnte. Und genau, deshalb wird es das E-Book einen Tag vor offiziellem Launch schon am 27. Mai kostenlos für alle meine Newsletter-Abonnenten geben. Und das werde ich vorher entsprechend promoten und hoffe, dass ich dann anschließend eine große Liste habe. 10 Minuten sind nicht viel. Yes, ja. Ich konnte keinen Komplettüberblick geben. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, sonst was, ich bin heute noch einen ganzen Tag hier unterwegs, fragt mich einfach. Danke.